Der diesjährige Spaziergang auf dem Lutherweg stand unter einem ganz besonderen Motto. Denn es fand nicht der gemeinsame Spaziergang wie in den Jahren zuvor statt, sondern pandemiebedingt wurde jede Familie aufgerufen, den Weg für sich allein ganz individuell abzuschreiten, um die Wunder vor der Haustür mit allen Sinnen zu erleben. Und so konnte man in der Lutherstadt immer wieder Leute treffen, die genau dies machten. Unter ihnen war auch Bürgermeister Carsten Staub. Doch nicht nur Spaziergänger waren im Stadtgebiet unterwegs. Der Fanfarenzug Eislebens sowie der städtische Singverein waren an verschiedenen Stationen aufzufinden mit einem kleinen Beitrag. Und Ohren offen halten und vor allem mitmachen, hieß es an den 11 Stationen entlang der Lutherrose. In die Zeit Luthers eintauchen konnte man zum Beispiel in Luthers Sterbehaus. Kostüme und Requisiten lagen bereit und wer wollte, durfte hineinschlüpfen, um dann ein Erinnerungsbild zu machen. Der Geruchssinn stand in Luthers Geburtshaus auf dem Prüfstand. Unter dem Motto: Wie riecht das Mittelalter? Lagen hier Kräuter und Essenzen, die es bereits im Mittelalter gab, bereit, um erkannt zu werden. Minze, Melisse, Salbei waren schnell erkannt. Rosengeranie und Latschenkiefer stellten sich im Selbsttest als schwierig heraus. Spiele wie zu Luthers Zeiten konnten sowohl kleine als auch große Besucher im Katharinenstift ausprobieren. Ob Hufeisenwurf oder Lutherlimbo, für Spaß und Kurzweil war gesorgt. Eine Bastelecke lud zum Gestalten von Schlüsselanhängern oder das Bemalen von Steinen ein. An jeder Station entlang des Lutherweges bekamen die Aktiven einen Stempel auf die Sammelkarte. In der St. Annenkirche konnte man damit an einer Tombola teilnehmen. Wem das Losglück hold war, der ging an diesem Tag sogar mit einem kleinen Preis nach Hause. In der Annenkirche war nun auch Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und den Tag musikalisch ausklingen zu lassen. Gregor Majewski mit seiner Band hatte dazu die passenden Töne.